Hallo, es ist ein wunderschöner Tag und hier sind Ortlieb und Jule. Eigentlich Trabi Jule. Das ist ihr Name, weil sie auch aus dem Osten stammt, die liebe Jule. Problem an der ganzen Geschichte ist, sie kann nicht Trabi fahren. Und das wollen wir heute ändern. Und der Norbert vom Trabant-Team Ulm steht uns heute zur Seite. Und er hat uns was für ein Auto mitgebracht, Norbert? Einen Oldtimer, eine wunderschöne grüne Farbe mit weißem Dach. Er hat 26 PS, im Zweitakter mit verchromten Stoßstangen, Lederausstattung, also war das damals schon eine Deluxe-Ausführung zu DDR-Zeiten. Und es ist ein echter Oldtimer? Das ist ein echter Oldtimer, hat das H-Kennzeichen. Als einziges Auto in unserem Team, was jetzt auch durch Ulm fahren darf. Der ist älter als ich, 79, ne? 79, Baujahr, ja. Gut, die zwei Jahre machen es gerade nicht fett. Was jetzt ganz wichtig ist, er hat eine tolle Stoßstange. Und Sie wissen ja bei den Damen, einparken, ausparken. Jetzt Jule fährt Trabant. Und damit kommen wir jetzt zu Jules erster Fahrstunde. Natürlich gibt es einen Schnellkurs. Also A, hat dieses Auto eine Lenkradschaltung. Okay. Der erste runter, der zweite hinten hoch, ja. Der dritte nach vorne runter und der vierte nach vorne hoch. Runter, hoch, runter, hoch, raus, runter. Genau. Kupplung, Bremse, alles wie beim normalen Auto. Links, entschuldige, wenn ich dir über die Beine fasse, links gibt es einen Choke, den brauchen wir aber jetzt nicht, sondern nur morgens, wenn es kalt ist. Und was? Dann lassen wir das Auto an und gurten uns an. Und auch die Sicherheitsgurte sind was ganz Besonderes. Klemmgurte, oh mein Gott, ja, richtig. Die also nicht nachgeben, sondern die legt man sich jetzt irgendwie über die Schulter. Ja, die kenne ich noch von meinem Opa. Ob sie was bringen, bezweifle ich. Und sollte es schief gehen, Felix, es tut mir leid. Bravo. Und wir fahren jetzt los. Es wird ein Fiasko, sage ich Ihnen. Nehme ich jetzt extra, ja, mit dem Motor aus, mal Handbremse bitte ziehen. Ja. Also fürs erste Mal war es nicht schlecht. Sie hat eine Menge Freude am Fahren. Aber ganz ehrlich, ich brauche jetzt erstmal einen Schnaps.